no gunshots, but they getting low, 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 getting low. Wie macht der Flamingo? Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Sniper-Gameplay auf Black Ops 3. Da bin ich noch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, wie in AW. In AW tue ich mich ein bisschen leichter, aber das liegt einfach nur daran, dass ich in Black Ops 3 eigentlich überhaupt gar keine Zeit hatte, um ein bisschen so das Snipen zu üben, um ein bisschen mich an die Mechanics zu gewöhnen, sage ich jetzt mal, an das ganze Scopen, an das Reinziehen, an das Dragon dann. Und das wird auf jeden Fall noch besser werden. Das heißt, wenn ich dann das Spiel wirklich in den Händen halte, am 6. November, werde ich mich auf jeden Fall mal ransetzen und ein bisschen Snipen üben. Ihr seht hier, es geht wirklich alles daneben, was nur daneben gehen kann. Ja, aber gut. Heute noch das letzte kleine Update und morgen kommt dann das Video mit dem 1 gegen 1 gegen Reaper in AW. Da werdet ihr dann ein paar bessere Quickscopes sehen als in dem Clip hier. Und ansonsten, morgen werde ich auf jeden Fall nochmal zum Boxen gehen. Übermorgen geht es nochmal ins Fitnessstudio und dann war es das auch schon wieder mit der 30 Tage jeden Tag Sport Challenge. Und ja, zum Schluss gibt es nochmal ein kleines Resümee. Das heißt, morgen wird euch dieses 1 gegen 1 gegen Reaper erwarten. Seid schon mal gespannt, wie es ausgeht. Und die hier, das finde ich übrigens total ätzend, ne, diese Fähigkeit, dass dann auf einmal 15.000 Charaktere aus dem einen raushüpfen, hast du 8 blaue Männchen vor dir und hast keine Ahnung, auf wen du jetzt überhaupt ziehen sollst. Erinnert mich ein bisschen für die LoL-Spieler an LeBlanc und oder an Chaco, aber das jetzt nur nebenbei. Morgen jedenfalls das 1 gegen 1 gegen Reaper und übermorgen kommt dann eine kleine so Zurückschau, sage ich jetzt mal. Eine kleine Zusammenfassung im Best-of sozusagen aus den besten Sportler Aktivitäten, die ich so getrieben habe, aus den besten Clips, die ich gedreht habe, wahrscheinlich auch noch. Und könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Schneidet vielleicht ein bisschen was zusammen. Aber auf jeden Fall werde ich einfach allgemein zusammenfassen, was so das Ganze für mich war, wie ich mich bei den jeweiligen Tagen gefühlt habe, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, wenn es euch das gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, schreibt Fragen in die Kommentare, abonniert meinen Kanal für mehr und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!